Ich heiße Martina Meuth und mache zusammen mit meinem Mann, ja, Bernd Neuner-Dudenhofer, das ist unser Name, der aber nie Bernd genannt wird, sondern Moritz heißt. Ja, und wir sind miteinander verheiratet. Und trotz der unterschiedlichen Namen sogar miteinander. Wir machen also seit fast 34 Jahren machen wir eine Sendung fürs deutsche Fernsehen und kochen dort. Ja, jetzt seit über 10 Jahren heißt es Kochen mit Martina und Moritz. Naja, wir haben unseren eigenen Stil entwickelt, aber orientieren uns an der deutschen Küche, an der italienischen, mediterranen. Und an den Küchen Asiens, weil das ist überhaupt unsere ganz große Leidenschaft. Und eine der großen Sachen, die wir immer können, ist uns gegeneinander ins Wort fallen. Wie man gerade gemerkt hat. Tja, wie hat alles angefangen? Wie gesagt, es ist jetzt 34 Jahre her, dass wir gefragt wurden vom WDR, ob wir Lust hätten, den Ratgeber Essen und Trinken, den der WDR gerade neu in seine Verantwortung übernommen hat, ob wir den machen möchten. Damals gab es eine Sendung, da haben immer die Köche gekocht und haben alleine am Herd gestanden und im Topf gerührt. Und zum Schluss haben sie das Gericht in die Kamera gehalten. Das fanden wir ziemlich öde. Und schade, dass man so ein interessantes Thema, nämlich wie Kochen und Essen und Genießen, dass man das auch so trostlos abfeiert. Ja, und da haben wir gedacht, wenn man das im Dialog macht, dann geht es noch besser, dann ist es lebendiger. Und man muss nicht immer von sich aus was erklären, was immer ein bisschen umständlich ist. Eine Antwort geben ist viel besser und viel leichter und viel lebendiger. Und so hat es dann alles angefangen. Naja, also erstmal hat sich natürlich verändert, dass wir mit der Kamera gelernt haben, umzugehen. Am Anfang, also wenn man jetzt so ganz alte Sendungen sieht, wo wir 30 Jahre jünger sind, dann sehen wir nicht nur anders aus, sondern dann benehmen wir uns auch anders. Einen ganz anderen Stil hat man damals gehabt. Man war immer viel getragener, immer viel gesetzter und imposanter, wichtiger. Man hatte so einen Verlautbarungston. Also es klingt heute ein bisschen lächerlich, aber es ist auch wieder ein bisschen komisch, wenn man das betrachtet. Und heute sind wir eben in der Kamera genauso wie zu Hause in unserer Küche. Na, angefangen haben wir ja in unserer kleinen privaten Küche. Diese Küche ist so klein, dass eigentlich gar kein Platz für einen Kameramann. Und der Kameramann selber, der war ein großer, stattlicher Mann, dann mit dieser riesen Kamera. Also wir mussten uns da sehr, also ich stand dann oft so, guckte in die Kamera, aber der Herd war hier, den konnten wir ja nicht umbauen. Und dann habe ich hier so ganz beiläufig gerührt und in die Kamera was gesprochen. Und also, dann haben wir davor ein Brett quergelegt, das ist ein langer, schmaler Raum, also so als ob das eine Küchenarbeitsfläche wäre. Und dann konnten wir gegenüber der Kamera überhaupt arbeiten, das wäre sonst gar nicht gegangen. Ja, dann haben wir diese Küche hier umgebaut, die war nämlich vorher, das ist zwar die alte Gutsküche, aber die war damals eigentlich Heizungsraum. Wir hatten zwar den großen Herd in der Mitte, aber benutzt haben wir das nicht. Und wir haben dann einfach nach und nach diese Küche als solche ausgestattet und haben dann 20 Jahre da gedreht. Und dann ging es in unsere Kochschule, die wir unten ausgebaut haben, im Dorf, nicht in unserem eigenen Haus. Was sehr praktisch ist, weil man dann nicht immer das ganze Team in seinem persönlichen Ambiente hat. Und jetzt stört es überhaupt nicht. Außerdem ist mit dem heutigen Equipment das alles ganz einfach und man kann prima in unserer Kochschule mit viel Platz drehen. Ja, jetzt hat der WDR die Neuproduktion von Sendungen eingestellt. Und da werden wir uns anderweitig umsehen müssen und mehr in die Social Media gehen. Aber der WDR wird weiterhin, also geplant sind die nächsten 2 Jahre, unsere Sendung am selben Sendeplatz, am selben Sendetag weitersenden, halt lauter Wiederholungen. Und wenn dann alle Leute alles nachsingen können und nachbeten können, dann haben wir in der Zwischenzeit hoffentlich was Neues entdeckt. Aber wir treffen ganz oft junge Leute, die sagen, ich kenne sie noch, da habe ich bei meiner Großmutter auf dem Schoß gesessen und wir haben jeden Teil immer ihre Sendung geguckt. Heute gucke ich selber und habe meine Kinder auf dem Schoß. Und das ist doch eine schöne Tradition und Fortführung. Ja. Tja, das wir haben eigentlich, die Sendung ist ein Standard geworden. Genau. Und wir haben das übermitteln können, was uns wirklich wichtig ist, nämlich den Menschen zeigen, dass erstens mal Kochen eine wunderbare Beschäftigung ist, die einen glücklich macht,
dass Kochen, Essen und Genießen kulturelle Techniken sind. Also wie Lesen und Schreiben, das sollte eigentlich jeder Mensch beherrschen, weil das ist die Basis seines Daseins. Und außerdem haben wir mit unserer Art zu kochen, glaube ich, viele Menschen erreicht, die gesagt haben, bei uns geht es ganz genauso zu. Und wir vermitteln, nicht so kompliziert. Eben, wir vermitteln einfache Alltagsgerichte. Und für eine Haushaltsküche und die Arbeitsweise wie im Haushalt, die ja vollkommen anders ist als die Arbeitsweise eines Kochs in einem Restaurant. Und wir haben immer gesagt, wenn man fahren lernen will, dann geht man nicht zu Lewis Hamilton oder damals Michael Schumacher, sondern man geht zum Fahrlehrer und der kann es einem beibringen. Die anderen können toll Auto fahren, aber unter ganz anderen Bedingungen.